So, hallo und herzlich willkommen im Keller. Ich habe mich schon wieder was im Rahmen der Grönland-Tour passiert ist. Ich kriege ja schon immer wieder Höhne und Spott, wenn der Russland-Feldzug so gut vorbereitet gewesen wäre wie meine Grönland-Tour, dann hätten wir gewonnen. Gott sei Dank haben wir das ja nicht, ne? Und alles gut, und man muss mit solchen Aussagen ja grundsätzlich immer ein wenig vorsichtig sein, aber ich denke, die Grönland-Tour ist gut vorbereitet, ja. Und aktuelles Thema, über das ich mir gerade Gedanken mache, ist der Erste-Hilfe-Kasten und die genaue Zusammensetzung des Inhalts des Erste-Hilfe-Kastens. Ich habe dazu schon ein anderes Video gedreht, ich habe mir entsprechende Literatur dazu zugelegt. Es folgt, wenn es noch nicht online ist, noch eine Buchempfehlung zu diesem Ding hier, ne? Ja, von, habt ihr jetzt gesehen, absolut top, wirklich absolut top. Bisher so, wenn ich ein Buch auswählen müsste zum Thema Outdoor-Medizin für ja so ein bisschen krassere Unterfangen, sage ich jetzt mal, dann würde ich das empfehlen. Ich muss ja aber nicht ein Buch auswählen, ich habe nämlich genau zwei empfohlen, aber wenn das noch nicht online ist, dann kommt das ganz bald. Gut, jedenfalls, was mich momentan gerade umtreibt, ist, neben der Tatsache, wo wir so eine bescheuerte blutungsstillende Bandage herkriegen, vielleicht weiß das zufällig jemand, ja? Es gibt, ich frage jetzt einfach mal in die Runde, tut nichts zur Sache, aber ich mach's trotzdem. Es gibt von eigentlich ursprünglich aus dem Militär stammend solche speziellen Verbandspäckchen, die was drauf haben. Ich glaube, das nennt sich Quick Cloth oder so ähnlich. Irgend so ein blutgerinnungsförderndes Mittel, was dazu führen soll, dass eine stark blutende Wunde sofort damit aufhört, weil das Blut sofort gerinnt. Also was ein Mittelchen, was dann wirklich in die Wunde beim Auflegen des Verbandes in die Wunde eindringt und da die Blutgerinnung fördert. Das wäre wahnsinnig interessant, davon ein oder zwei von solchen Verbänden mitzunehmen. Ich habe mir allerdings sagen lassen, die kriegst du in Deutschland offiziell gar nicht. Naja gut, man könnte ja ins Nicht-EU-Ausland, also die mit dem weißen Kreuz auf rotem Grund, ne? Da könnte man vorbeischauen zu diesem Zwecke. Das wäre jetzt also nicht die große Schwierigkeit. Kennt sich da jemand aus? Zufällig? Und kann mir sagen, wo ich sowas herkriege? Oder kriege ich das vielleicht doch im Internet? Kann ich das aus dem Ausland importieren? Sofern das als Dekorationsartikel oder irgend so ein Quatsch deklariert ist, weil Evelyn ist ja Bluterin und wir rechnen nicht mit Schusswunden, ja? Aber das wäre in diesem Zusammenhang vielleicht schon ganz witzig. Des Weiteren, falls sich jemand damit so sehr auskennt, dass er mir sagen kann, ob das auch bei x-beliebigen Blutern funktioniert, da gibt es ja viele verschiedene Blutgerinnungsfaktoren, die dann nicht funktionieren können, dass man halt eben da eine Blutgerinnungsstörung hat. Ich weiß jetzt auch nicht auswendig, welche jetzt exakt bei Evelyn der Fall ist, und dafür müsste man jetzt mehr als nur ein bisschen sich auskennen, sondern wirklich krasser Experte sein, um das jetzt genau einordnen zu können. Deswegen lassen wir das sein, aber vielleicht hat da jemand irgendeinen hilfreichen Kommentar dazu. Gut, das war das Vorgeplänkel. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, womit ich mich nämlich jetzt gerade im Speziellen bei der Ausstattung des Erste-Hilfe-Paketes auseinandersetze, ist die Frage des mitzunehmenden Desinfektionsmittels. Das ist nämlich ganz spannend, und ich habe bei den bisherigen Ansprachen dieses Themas Desinfektionsmittel oft auch zu hören bekommen, dass dies und das und sel und jenes nichts taugt, und da ist mal so eine kleine Diskussion vom Zaun gebrochen worden. Das war sehr hilfreich und sehr interessant, ja, also keinesfalls irgendwie negativ. Nein, ich finde es immer schön, wenn diskutiert wird. Und da habe ich mir jetzt dementsprechend, weil da so viel diskutiert wurde, selber mal ein bisschen Gedanken gemacht, habe mal wieder mein altes Chemiebuch hervorgekramt und mal ein paar Substanzen durchgegangen und nochmal ein bisschen mir ins Gedächtnis gerufen, welche möglichen chemischen Eigenschaften von Stoffen denn als desinfizierend in Frage kommen. Und habe auch noch andere Literatur gewälzt, unter anderem Deneberg, natürlich auch hier dieses Buch, deswegen liegt es hier, und bin nach einiger Lektüre dann mit dem Herrn Vogel übereingekommen, dass seine Methode, seine Auswahl für ein gutes Desinfektionsmittel, was man auf expeditionsartige Survival-Touren, so nenne ich es jetzt einfach mal, mitnehmen könnte. Nicht, dass ich das wirklich empfehlen möchte. Ja? Empfehlen möchte ich das Zeug, was man in der Apotheke als zugelassenes Wunddesinfektionsmittel kaufen kann. Das möchte ich empfehlen. Alles andere sind nur Notbehelfe, die man vielleicht eventuell zufällig trotzdem dabei hat, falls einem ein reguläres zugelassenes Wunddesinfektionsmittel fehlt. So, denn wir legen los. Ich habe hier fünf Dinge, die eben in Frage kommen, und das erste dieser fünf ist auch schon das zugelassene Desinfektionsmittel aus der Apotheke.
Da gibt es jetzt verschiedene Hersteller, ne, und verschiedene Namen. Im Wesentlichen sind das meistens so kleine Fläschchen. Da ist so ein Sprühköpfchen drauf und damit kann man sich das auf die Wunde sprühen. Dann ist eigentlich gut. Ich könnte euch jetzt irgendwas ins Bild halten, mache aber nicht, weil ist unnötig. Weiß hoffentlich jeder, was gemeint ist. Beta-Isodona kann man sich auch drauf schmieren. Von mir aus Beta-Isodona-Salbe oder auch zum Drauftröpfeln und was es da nicht alles gibt. Ja? Die haben gemeinsam, die sind zugelassen, die kann man bedenkenlos empfehlen und genau die darf man auch nur empfehlen, wenn man vorsichtig sein möchte mit der rechtlichen Situation, dass man hier jetzt irgendwelche Selbstdoktereien am eigenen Körper eigentlich so nicht empfehlen sollte. Ne? Deswegen sage ich ja auch nur, nehmt das und solltet ihr euch in einer krassen Notsituation befinden und irgendeine andere Sache der nachfolgend genannten Dinge verfügbar sein, dann müsst ihr selbst entscheiden, ob ihr vielleicht sowas anwenden wollt. Aber empfehlen möchte ich das nicht. Ich möchte empfehlen, dass ihr das zugelassene Zeug aus der Apotheke nehmt. Das ist geprüft und sicher und gut und würde ich jetzt in normalen Situationen, wenn ich jetzt nicht abseits von sonst wo was unterwegs bin, auch nur und ausschließlich entsprechend verwenden. Naja, meistens. Aber ich bin ja auch doof. Ja, ihr nicht. Ihr nehmt nur das zugelassene Zeug. Gut. Das Problem bei jetzt dem Zeug aus der Apotheke ist, das ist, wenn wir es jetzt aus einer Survival-Perspektive, ja, für die optimale Expeditions- und Survival-Ausrüstung aus dieser Sichtweise betrachten, hat das ein paar Nachteile. Erstens, es ist lediglich ein Wunddesinfektionsmittel. Man kann das nicht für irgendwas anderes gebrauchen. Oder zumindest nur schlecht. Zweitens, es ist flüssig. Ich möchte aber gerne was mitnehmen, erstens aus Gewichtsgründen, zweitens aus es kann nicht auslaufen Gründen, dass ein Feststoff ist. Außerdem kann es dann auch nicht gefrieren. Okay, das passiert erst bei Minus, was weiß ich, was krasses. Aber es kann auch nicht kochen, es kann, vor allen Dingen kann es nicht auslaufen. Auslaufen ist immer so ein Problem, wenn man Flüssigkeiten dabei hat. Ich hätte lieber was ich als Feststoff mitführen kann. So, außerdem will ich davon viel dabei haben, weil ich die Option haben möchte, damit auch was anderes zu machen, als einfach nur ein bisschen auf einen Kratzer psch, 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 zu machen, sondern gleich eine Wundspülung zu machen, falls zum Beispiel jemand einen Abszess hat. Ne? Den müsste man relativ großflächig spülen. Ne? Oder ich möchte gerne eine Mundraumspülung machen, beispielsweise, falls sich da irgendwas entzündet unterwegs. Oder ich möchte gerne eine großflächige Hautentzündung ein bisschen desinfizieren. Gut, da könnte ich jetzt auch machen, aber dann habe ich auch schon relativ viel von dem Zeug verbraucht. Das heißt, ich müsste eine relativ große Menge dabei haben. Hätte ich ein Desinfektionsmittel, das ein Feststoff ist, ein konzentrierter Feststoff, den ich nur in eine wässrige Lösung bringen muss, damit es zu einem Desinfektionsmittel wird, könnte ich diesen konzentrierten Feststoff in nahezu beliebiger Quantität mitführen, der liegt immer noch nichts. Ja? Das ist der große Vorteil eben bei der Überlegung mit dem Feststoff und das kann man anders sehen, aber das ist jetzt so meine Überlegung, ja. Nochmal, außerdem, das Zeug ist sogar so sehr wenig multifunktionsfähig, dass man es auch nicht, um irgendwas anderes zu desinfizieren, benutzen kann. Zumindest ist es dafür nicht vorgesehen. Du kannst damit keine Nadel, mit der du dir eine Blase ausstechen möchtest, beispielsweise, ne, für den Fall, dass das jemand tun möchte, die kann man damit auch nicht wirklich desinfizieren. Zumindest ist es dafür nicht vorgesehen. Und wenn es dafür eh nicht vorgesehen ist, dann kann man ja auch was anderes verwenden, was dafür eigentlich auch nicht vorgesehen ist. Ja, das ist nur so eine Überlegung. Gut, also das sind so die wesentlichen Dinge, die mich eben an den klassischen Wunddesinfektionsmittel, das man so kaufen kann, so ein bisschen stören. Außerdem wirkt es mit Abstand nicht gegen alles. Es gibt krassere Teile, die krasser alles umbringen, als es bei diesem milden Desinfektionsmittel für den normalen Hausgebrauch eben der Fall ist. So, was gibt's denn jetzt noch an Alternativen? Fangen wir mal mit Alternative Nummer 1 an. Die wird hart kritisiert und viele Leute meinen, die wirkt überhaupt nicht und die bringt's nun gar nicht. Es handelt sich um Alkohol. Alkohol, naja, ist immer noch flüssig. Ist von daher nicht ganz optimal. Na, ich mag ja keine Flüssigkeit dabei haben, ich persönlich. Aber Alkohol ist zumindest weitaus multifunktionaler einsetzbar als das Zeug aus der Apotheke. Weil Alkohol kannst du verbrennen. Alkohol kannst du in Zeiten großen psychischen Stresses gegebenenfalls trinken, damit es dir besser geht, wenn du der Typ dafür bist, dem das hilft. Ja, dann musst du schon der Typ für sein. Und ich meine jetzt geringe Mengen, ich meine jetzt nicht einen Vollsuff.
Es mag aber Leute geben, die, wenn sie zum Beispiel tagelang durchs Regenwetter gerannt sind, und dann haben sie meinetwegen einen Flachmann dabei mit einem Stückchen guten Whisky, ja? Also das Wasser des Lebens, und trinken da 2-3 Schlückchen. Und das gibt denen dann derart was, dass es ihnen einfach wieder mental gut geht. Nicht, weil sie besoffen sind, sondern weil es ihnen das was gibt. Warum nicht? Ja? Und man kann damit eben gleichzeitig auch tatsächlich Wunden desinfizieren. Dafür muss man ihn allerdings auf 70%ig bringen. 65 soll auch funktionieren. 70%ig ist sicherlich das, was am meisten empfohlen wird. 70%ige Alkohollösung. Wie kriegt man das hin? Naja, entweder man hat Spiritus. Der ist bei circa je nach Sorte 95-97%, so ungefähr, soll auch 98%igen geben. Das heißt, da müssen wir uns einfach ein bisschen ausrechnen, dass wir dem etwa ein Drittel Wasser zufügen müssen. Dann kommen wir dann im Endeffekt, wenn wir exakt ein Drittel erwischen sollten, kommen wir halt auf 68%igen Alkohol. Das funktioniert auch noch, ne? Also der Wirkungsbereich liegt irgendwo zwischen 65 bis 75, irgendwo so in diesem Bereich sollte es funktionieren. Warum ist diese Konzentration wichtig? Warum so und so viel prozentig? Und wenn wir jetzt eine nicht allzu krass alkoholhaltige, sondern mit etwas Wasser angereicherte alkoholhaltige wässrige Lösung haben und unser Krankheitserreger damit in Berührung kommt, dann wird der Alkohol durch die Tatsache, dass er sich in einer wässrigen Lösung befindet, auch wenn die relativ niedrig konzentriert ist und viel Alkohol drin ist, durch die entsprechende hindurch diffundieren und dann im Körper des Feindes in Anführungszeichen schlimme Schäden anrichten, indem er diverse Proteine denaturiert. Ja? Also Alkohol hat ja einen polaren Bestandteil, insbesondere Ethanol, was wir in den meisten Fällen verwenden werden. Und dieser polare Bestandteil ist in der Lage, in die Lipidmembran von eben höheren Organismenzellen einzudringen, und da kann die OH-Gruppe vom Alkohol sich dann da irgendwie dazwischen drängen, will das jetzt gar nicht weiter ausbauen, und so die Zellmembran durchlöchern. Und ist die Zellmembran erstmal durchlöchert, dann ist die entsprechende Zelle hin. Bei einfachen Organismen, die eine Proteinhülle haben, wie beispielsweise Viren, ist der Alkohol ebenfalls in der Lage, diese Proteinhülle, diese Proteine direkt anzugreifen, also wieder die OH-Gruppe vom Alkohol hauptsächlich, und die dann zu denaturieren. Also das heißt, die Proteine sehen nicht mehr so aus, wie sie aussehen sollen, und damit ist die Hülle von zum Beispiel eben einem Virus dann auch kaputt. Alkohol tötet also bei entsprechender Konzentration sicher sämtliche Zellen und sämtliche Viren. Es sei denn, es handelt sich um Überdauerungsstadien von manchen Bakterien, die können Sporenstadien einnehmen, die nahezu unkaputtbar sind, von nahezu nichts. Mikroorganismen sind schon mal tot. Gut, und zwar eben beim 70%igen Zeug. Jetzt ist es so, das Zeug muss man in direkte Verbindung mit den Mikroorganismen bringen. Das heißt, wenn man eine Wunde desinfizieren möchte, dann muss man da halt 70%igen Alkohol irgendwie entsprechend reinkippen. Oder 65%igen. Es gibt, glaube ich, tatsächlich Trinkalkohol, der irgendwie diese Stärke erreicht. Der wäre als Desinfektionsmittel tatsächlich dann einigermaßen anwendbar. Das ist vielleicht nicht unbedingt die beste Form der Wunddesinfektion. Sie wird allerdings bei vielen, vielen, vielen Krankheitserregern funktionieren. Aber im Großen und Ganzen ist Alkohol durchaus ein funktionierendes, valides Desinfektionsmittel zur Wunddesinfektion. Kann auch gut zur Oberflächendesinfektion, das sogar ganz hervorragend, eingesetzt werden. Wenn man also eine Operation an Mitreisenden durchführen möchte, was man hoffentlich nicht vorhat, aber theoretisch, man kommt in eine einsame Hütte in der Wildnis und möchte den Tisch erstmal sauber haben, dann ordentlich Alkohol drüber kippen, wäre zumindest jetzt mal eine Option. Ob das wirklich so sinnvoll ist, ja, bitte selber gesunden Menschenverstand einschalten, aber es wäre zumindest mal eine Option. Man kann mit Alkohol auch vergleichsweise gut irgendwelche Instrumente desinfizieren, wenn einem dazu keine lange Einwirkung von Hitze zur Verfügung steht. Übrigens, ich muss noch dazu sagen, wenn es jetzt hier um Desinfizieren geht, dann meine ich damit die Anzahl der Keime reduzieren. Wir können mit keinem der genannten Mittel die Anzahl der Keime auf 0 runterbringen, weil das wäre sterilisieren. Das geht im Wesentlichen
selbst unter klinischen Bedingungen, selbst im Krankenhaus, nur unter krassesten Autoklavieren und so weiter und so fort funktionieren. Das kann man draußen nicht machen. Der Klassiker mit Skalpellspitze ins Feuer halten, bis sie rot glüht und dann hoffentlich erst anfangen zu schneiden, nachdem sie nicht mehr rot glüht. Tatsächlich sind die Keime, die da drauf sind, dann schon weg. Allerdings schadet es sehr der Härtung vom Stahl, wenn man den rot glühend eben entsprechend mal erhitzt hat. Aber steril wäre er dann wahrscheinlich schon. Ansonsten kochen müsste man das Ganze im Druckkochtopf. Immer noch ungefähr eine Stunde oder sonst irgendwie. Oder bei trockener Hitze backen bei 150 Grad noch eine halbe Stunde in irgendeinem Ofen. Das kann man alles vergessen. Das kriegt man draußen nicht hin. Also sterilisieren ist nicht möglich. Man hat vielleicht noch was steril Verpacktes von daheim dabei. Aber irgendwas steril machen kriegt man nicht mehr hin. Desinfizieren, das geht schon. Und zwar eben nach Möglichkeit mit dem einen mitgebrachten Desinfektionsmittel. Dass man auch einfach aus technischen Gründen vielleicht nicht 17 verschiedene Desinfektionsmittel mitschleppt, sondern ein möglichst universell einsetzbares Desinfektionsmittel, was man für alles nehmen kann. Für Oberflächendesinfektion, für Wundendesinfektion, für Wasserdesinfektion, für Gerätedesinfektion und vielleicht sogar noch, auch wenn ich nicht weiß, wo das helfen soll, aber eben für Mundspülung, dass man es auch eben oral zumindest teilweise aufnehmen könnte. Ja? So, Alkohol. Ja, ne? Also killt so einiges, muss 70%ig sein, hat den Vorteil, dass es gleichzeitig noch ein Brennstoff sein kann, hat den Vorteil, dass es noch hier die Wirkung haben kann, kann ein Vorteil sein, ja, kann auch ein großer Nachteil sein, natürlich, selbst das muss man schon gewissenhaft dann einwenden, diese Funktion. Was Alkohol allerdings nicht kann, bei der Multifunktionalität, ist Wasser desinfizieren. Beziehungsweise, klar, 60%iger Alkohol ist schon ziemlich keimfrei, davon aber größere Mengen so im Literbereich, um seinen Flüssigkeitsbedarf zu decken, zu trinken, muss ich niemandem erzählen, dass das jetzt keine so gute Idee ist, ne? Und er ist immer noch flüssig. Und dadurch, dass das Zeug brennbar ist, ja gut, er ist es halt eben auch brennbar. Das kann vorteilhaft sein, das kann aber auch ein gravierender Nachteil sein, wer da schon mal entsprechende Erfahrungen mit Spiritus machen durfte. Wenn der einem ausläuft, denkt man immer so ein bisschen drüber nach, was wäre, wenn jetzt eine Zündquelle in der näheren Umgebung gewesen wäre. Also zumindest ich habe da schon mal drüber nachgedacht. Mir ist ein einziges Mal mein Spiritus ausgelaufen. Und das war, weil ich die Flasche nicht zugedreht habe, schlicht und ergreifend. Ja, also ich habe noch nichts geschafft, eine Spiritusflasche undicht zu bekommen, aber man denkt dann schon auf jeden Fall drüber nach. Gut, kommen wir zur Methode Nummer 3, also Survival Methode 2, aber die dritte in der Gesamtliste, weil das Zeug aus der Apotheke ja offiziell ja mitzählt. Und das wäre dann das fast schon als allmächtig umworbene, man übertreibt da vielleicht ein kleines bisschen, aber es ist schon nicht schlecht, Chlordioxid. So. Und jetzt muss man ganz, ganz vorsichtig sein, weil es im Internet auch so einen komischen Chlordioxid-Schluckerkult gibt. Kult ist das richtige Wort. Von irgendwelchen Trotteln, die der Meinung sind, damit jede erdenkliche Krankheit mit Chlordioxid heilen zu können. Und eigentlich heißt das Miraculum oder was auch immer, Wundermittelchen. Und das ist natürlich alles völliger Blödsinn. Was ist Chlordioxid? Das ist ein saumäßig starkes Oxidationsmittel. Man könnte es auch als Bleiche bezeichnen. Als solches ist es in der Lage, Dinge zu bleichen, ja? Und saumäßig stark zu oxidieren. Das ist nützlich, aber das war's dann auch. Mehr kann das Zeug nicht. Ja? Das heilt keine Krankheiten, das killt lediglich so ziemlich alles, was lebt. Das ist dann gut, wenn es zuerst das Zeug killt, was uns sonst killen würde, bevor es uns killen würde. Also Chlordioxid bringt auch irgendwann uns um. Ja? Wenn wir jetzt der Meinung sind, das Zeug trinken zu wollen in größeren Mengen, völlig bescheuert, das ständig als Einlauf, also hintenrum entsprechend einführen zu wollen, gibt es auch ein paar Idioten, die der Meinung sind, die übrigens der Meinung sind, sie hätten Parasiten, und sobald man das benutzt, kommen die Parasiten zum Vorschein, ja, da kommen dann nämlich so lustige kleine schleimige Dinge zum Vorschein, das sind aber keine Parasiten, sondern schlicht und ergreifend die Darmschleimhaut, die da gerade abgeätzt wird von schönem Chlordioxid, ja, und dann kann man sich natürlich einbilden, dass das jetzt Parasiten sind, nein, es ist nur Darmschleimhaut, die übrigens da eigentlich bleiben sollte, wo sie normalerweise sitzt. Also mit Chlordioxid kann man jede Menge Schwachsinn anstellen. Was aber auch falsch ist, ist so zu tun, als wäre das Zeug nutzlos und nur der Teufel. Ja? Es ist nämlich durchaus
möglich, mit Chlordioxid sein Trinkwasser entsprechend aufzubereiten. Also man kann Trinkwasser damit desinfizieren. Man kann bei der richtigen Konzentration, man muss das immer jeweils entsprechend verdünnen, und grundsätzlich, wenn ich jetzt Chlordioxid sage, dann meine ich jeweils die wässrige Lösung von Chlordioxid. Chlordioxid ist nämlich ab 11 Grad Celsius gasförmig, und als Gas kann man sowieso schlecht zur Wunddesinfektion verwenden. Das ist natürlich auch wiederum ein Vorteil. Es wird zum Beispiel verwendet in der Gebäudedesinfektion, dass man das komplette Gebäude mit Chlordioxidgas ausgast, um dann halt eben entsprechend da drin einen Pilzbefall meinetwegen zu bekämpfen, was auch schon oft gemacht wurde und auch erfolgreich gemacht wurde. Also das ist sicherlich auch eine Option. Als Gas ist übrigens giftig. Also wenn man das einatmet, hat man so seine Problemchen. Bei mehr als 10%, bei mehr als 10 Volumenprozent von Chlordioxidgas in der Luft ist es sogar explosiv. Da kann man schon Spaß mit haben. Aber wenn ich jetzt, wie gesagt, von Chlordioxid rede, dann meine ich immer die wässrige Lösung. Das heißt, das Zeug ist in Wasser. Das heißt, das Zeug ist verdünnt. Und das heißt, es ist jetzt erstmal so als diese Lösung relativ harmlos. Und es wird auch vom menschlichen Körper ganz gut abgebaut, wenn man wirklich auf die bescheuerte Idee kommt, das Zeug zu trinken. Geringe Mengen sind in manchen Ländern im Trinkwasser sowieso drin. Teilweise sind sie zugesetzt, damit das Trinkwasser weniger nach Alge schmeckt. Teilweise sind sie drin, weil es Reste aus dem Klärwerk sind, aus der Wasseraufbereitung. Bei uns in Deutschland findet man so gut wie überhaupt keins. Vielleicht mal ganz selten wirklich weit, weit, weit unter dem ohnehin schon ziemlich geringen Grenzwert. Also solange man auf diesem Level arbeitet, ist das Zeug wirklich harmlos. Die Dosis macht das Gift, muss man in diesem Zusammenhang wirklich ganz klar nochmal sagen. Höhere Konzentrationen von Chlordioxidlösung mögen auch irgendwann wirklich alles töten. Ja, das kommt noch dazu. Also das Zeug oxidiert wirklich alles kaputt. Ja, nahezu wirklich alles kriegt man mit Chlordioxid kaputt. Es gibt kaum ein anderes Desinfektionsmittel, wenn man es als solches verwendet, das derartig alles killt. Das schafft Bakterien, Viren. Bei den Bakterien manche Überdauerungsstadien nicht. Es gibt Überdauerungsstadien von Bakterien, die werden mit keinem bekannten Desinfektionsmittel, mal abgesehen von wirklich eine Stunde backen bei 150 Grad im krassen Medizinerofen, mal abgesehen von solchen Methoden werden die wirklich von nichts, was man draußen verwenden könnte, abgetötet. Das ist einfach so, damit muss man dann nun mal leben. Aber wenn es irgendwas gibt, was das killt, dann gehört da Chlordioxid definitiv dazu. Also Bakterien, Viren, irgendwelche höheren Mikroorganismen, die fiese Krankheitserreger sind, killt auch Pilze und ist sogar effizient gegen einige, vielleicht nicht unbedingt gegen alle, aber doch gegen einige Prionen. Was ist jetzt ein Prion? Dazu hatte ich neulich erst ein Video gemacht, das war diese Zombie-Krankheit, die in Amerika ausgebrochen ist. Wenn ihr euch das nochmal reinziehen wollt, dann bitte gerne, da erfahrt ihr dann auch, was ein Prion ist, dann muss ich das jetzt nicht nochmal hier erklären. So, aber selbst gegen sowas würde Chlordioxid tendenziell helfen. Und jetzt muss ich mal, auch wenn ich immer wieder runterschiede, eine kurze Pause einlegen, damit ich auch mal lese, was da steht. Ja, nochmal vielleicht die Vorteile. Also abgesehen davon, dass es alles killt, ist es ja auch schon in geringen Mengen recht effizient mitführbar. Andererseits, will man eine richtig lange Tour machen, muss man schon vergleichsweise viel von dem Zeug dabei haben. Und dann hat man wiederum den Nachteil, dass es UV nicht UV-stabil ist. Man muss es also dunkel aufbewahren in einer dunklen Flasche, wo möglichst keine UV-Strahlung irgendwie drankommen kann. Also einfach ein Petling beispielsweise würde nicht in Frage kommen. Auch eine helle Sprühflasche oder ähnliches würde für einen längeren Transport, ne, nicht für mal eben 3 Tage, aber für einen längeren Transport, eine längere expeditionsartige Tour oder sowas auch wieder nicht in Frage kommen. Dann Vorteil, man kann es eben auch zur Wasserentkeimung einsetzen, man kann es zur Geräteentkeimung einsetzen, man kann es zur Oberflächenentkeimung einsetzen. Das ist schon recht multifunktional. Wenn man irgendwas damit einschmiert, ist es allerdings möglich, dass es danach sich dann logischerweise irgendwann aus dem Wasser rausdampft. Also der gasförmige Bestandteil, das eigentliche Chlordioxid aus seiner wässrigen Lösung ausdampfen kann. Und da kann man dann, wenn man zum Beispiel das zur Desinfektion von irgendwelchen Glasflaschen und ähnliches verwendet, ist das im Grunde kein Problem. Und die Glasflasche ist dann auch keimfrei. Man sollte dann nur aufpassen, dass man da nicht unbedingt mit Feuer in der Nähe rumhantiert, weil das Gas eben potenziell brennbar ist. Und man sollte auch versuchen zu vermeiden, das Gas einzuatmen, weil auch das kann sehr, 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 sehr giftig entsprechend sein.
Ja, das ist im Wesentlichen auch der Hauptnachteil. Bei falscher Dosierung von Chlordioxid ist es irgendwann giftig. Insbesondere das eigentliche Zeug, nicht so sehr die wässrige Lösung, aber das eigentliche Chlordioxid. Es kann bei der chemischen Reaktion von dem Zeug auch noch anderes Zeug entstehen, was in höheren Konzentrationen giftig sein kann, je nachdem, mit was jetzt eben das Chlordioxid entsprechend reagiert. Ich sag also mal so, wenn man ganz genau weiß, was man mit dem Zeug tut, ja, und ganz genau die Dosierung drauf hat und exakt eine vertrauenswürdige Quelle kennt, ich kenne keine, die einem ganz genau sagen kann, in welcher Dosierung man das für was anwenden muss. Und zwar eine Dosierung, die hoch genug ist, damit es auch wirklich wirkt, ja, und wirklich alles killt. Und gleichzeitig eine Dosierung, die niedrig genug ist, dass es nicht mehr Schaden anrichtet, als dass es nützt. Insbesondere jetzt bei der Wunddesinfektion, weil man kann das Zeug, ja, man kann es einfach in eine klaffende Wunde auch reinkippen, theoretisch, dann lebt in dieser klaffenden Wunde zumindest nichts mehr, was uns schaden kann. Aber was das Zeug ebenfalls tut, ist auch lebendes menschliches Gewebe angreifen, insbesondere angefallene Zellen, offen daliegende Zellen werden von dem Zeug, das ist eine Bleiche, die werden gebleicht. Die werden quasi anoxidiert, zum Teil auch ein bisschen geätzt. Je nach Konzentration kann das so stark sein, dass einem das nicht wirklich weiterhilft und man vielleicht doch lieber ein anderes Desinfektionsmittel verwendet hätte. Aber wenn man es richtig macht, dann werden die nur ganz leicht angegriffen und der Nutzen einer jetzt keimfreien Wunde ist sicherlich höher als die paar bisschen angegriffenen Zellen, die man jetzt halt eben in der Wunde auch noch zusätzlich drin hat, die eigentlich im nicht angegriffenen Zustand sicherlich besser dran gewesen wären. Ja, also das ist auf jeden Fall immer eine Nebenwirkung, dass das Zeug alles lebende Gewebe angreift und nicht nur selektiv das, was uns was tun möchte. Ja, sonst noch was dazu. Es hat diverse Gefahrenhinweise bei der Chemikalie selber. Wenn man mal nachschaut, bei den Gefahrenhinweisen, jeder Chemikalie hat ja so lustige kleine Symbolchen, was das alles tut. Zum Beispiel Chlordioxid ist schwer gewässergiftig, ist ätzend, ist entflammbar, ist generell sehr giftig. Und da stehen wirklich diverse lustige Warnhinweise da. Ja, die Dosis macht das Gift. Das kann man machen, mit dem Zeug arbeiten. Mir persönlich, und das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, und die Leute, die das viel einsetzen und wissen, was sie tun, mögen mir bitte verzeihen, aber ich möchte das nicht. Ich möchte das eigentlich nicht damit groß rumspielen. Aber sollte man irgendwie mal einen Prepper-Bunker finden und in diesem Prepper-Bunker, und die Zombie-Apokalypse dauert schon eine Weile, und in diesem Prepper-Bunker findet man Chlordioxid, dann ist man sicherlich froh, dass man jetzt das Zeug gefunden hat und damit sich zum Beispiel Trinkwasser machen kann. Gut, dann haben wir Kaliumpermanganat. Kaliumpermanganat ist jetzt ein Feststoff. Das ist schon mal schön, weil ich möchte ja gerne einen Feststoff haben. Kaliumpermanganat war zu Zeiten, als der Nehberg noch viel unterwegs war, wer jetzt Rüdiger Nehberg immer noch nicht kennt, muss ich mal dringend googeln, war das so sein in seinen Büchern empfohlenes Desinfektionsmittel, was man so dabei haben kann, weil man damit gleichzeitig noch Feuer machen kann. Das ist natürlich wiederum ein Vorteil, weil Kaliumpermanganat fast schon die größte Breite an Anwendungsspektrum hat. Ja, es ist ein Wunddesinfektionsmittel. Man kann damit einer entsprechenden Lösung von dem Zeug auch Geräte sterilisieren, Oberflächen desinfizieren, man kann damit bis zu einem gewissen Grad Wasser desinfizieren, davon sollte man nicht allzu viel trinken, aber gehen tut's, zumindest mal kurzfristig. Und es ist als Zunder verwendbar, weil es halt potenziell brennbar ist. So, wo ist das Problem? Das Zeug ist nicht nur brennbar, das ist auch hochexplosiv, wenn es dumm läuft. Und zwar auch dann, wenn es zum Beispiel mit Glycerin in Verbindung kommt und einen Haufen Cremen, zum Beispiel sowas, was ich mir gerne auf meine kaputten Knie drauf schmiere, die allermeisten Schmerzcremes, die gegebenenfalls noch Diclofenac enthalten. Diclofenac selber ist jetzt nicht hochentzündlich, wenn es mit Kaliumpermanganat in Verbindung kommt, aber Glycerin, das ist in solchen Salben im Regelfall fast immer drin, ist es schon. Und wenn man jetzt zum Beispiel sein Kaliumpermanganat in einem kleinen Tütchen am besten so ein kleines Ziploc-Tütchen, neben seiner Voltaren-Salbe von mir aus in seinem Fluggepäck hat und dann nach Amiland fährt. Das Beispiel bringt der Vogel hier aus seinem Buch, falls das jemandem bekannt vorkommt. Ich möchte also darauf hinweisen, dass es sich hierbei um ein Zitat handelt. Kein direktes, aber indirektes. Dann interessieren sich laut Vogel die Amerikaner plötzlich sehr schnell für deine entsprechende Familiengeschichte, weil das beides zusammen ist wirklich hochexplosiv. Kaliumpermanganat verbrennt mit extrem heißer Flamme, ist daher so gesehen ein sehr guter Zunder.
aber kann auch wirklich ganz schnell zu Explosionen entsprechend geeignet sein. Kann aus der Flüssigphase, wenn du irgendwie benutzt hast, um eine Flüssigkeit herzustellen, kannst da auch irgendwie wieder innerhalb dieser Flüssigphase rauskristallisieren. Da geht übrigens rein theoretisch auch mit Chlordioxid, dass sich einzelne Gasbläschen in der flüssigen Lösung bilden, die dann eine hohe Gaskonzentration haben und damit dann auch die Flüssigkeit, weil die einzelnen Gasbläschen drin dann wieder explosiv sind, beziehungsweise brennbar, kann dann einem auch die Flüssigkeit potenziell um die Ohren fliegen. Potenziell, das ist nicht sehr wahrscheinlich, das gebe ich ja zu. Also liebe Chlordioxidjünger, jetzt nicht mich nicht lynchen wollen, aber es ist nun mal potenziell Vorsicht mit dem Umgang mit dem Zeug ganz angemessen. Ja, genauso eben wie mit Kaliumpermanganat. Alle genannten Stoffe, sowohl der Alkohol als auch das Chlordioxid, als auch das Kaliumpermanganat, dürfen auf keinen Fall ins Auge gelangen. Man kann da wegen einem Krümelchen, das man ins Auge bekommt, insbesondere wenn man sich draußen im Wald befindet und keine Augen super, die Chemiker haben so tolle Augenduschen, die man sich dann so richtig schön ins Auge hauen kann, also nicht ganz, aber wo man wirklich das Auge mit abdecken kann und sich das Auge wirklich großflächig abduschen, da geht dann auch alles weg. Das ist so eine Emergency. Wir haben es immer so schön genannt, als wir noch jung waren, Emergency Eierwaschstation. Da stand natürlich Emergency Eye Washing Station dabei, aber Männer, ne? Entschuldigung. Jedenfalls, diese Anekdote musste kurz sein. Wenn man sowas nicht griffbereit hat im Wald, dann sollte man mit all diesen Materialien sehr vorsichtig sein. Und da Kaliumpermanganat, aufgrund dessen, dass man nur sehr geringe Konzentrationen davon verwenden darf, saumäßig schwierig zu dosieren ist. Beispielsweise soll man 3 Gramm auf einen Liter Wasser tun, um da eben ein entsprechend keimfreies Wasser draus zu machen. Das funktioniert auch, ja, das killt auch so einiges. Aber wie mal draußen im Wald jetzt exakt 3 Gramm Kaliumpermanganat von deinem großen Block Kaliumpermanganat, den du mit dir rumschleppst, ab. Hast dir vorher vielleicht noch das Knie eben mit Schmerzsalbe eingerieben, fasst das an und schon macht's wuff. Das ist nicht so unrealistisch, wie das jetzt klingt, ja. Und dann messerst du dann noch mit dem Messer am besten drauf rum, um dir da was abzumeißeln. Das ist zwar eigentlich kein sehr fester Stoff, aber könnte passieren. Und dann kriegt man eben bei dem Abmeißelvorgang da so ein Körnchen ins Auge. Also ich wäre mit Kaliumpermanganat, also außer für Feuerwerkszwecke und mit Beitragen einer entsprechenden Schutzbrille etc. pp. Das ist sowieso eine gute Idee, wenn man mit dem Zeug hantiert. Gilt für alle Chemikalien. Auch für Chlordioxid im Grunde, wenn man da irgendwelche Mischungen selber herstellt. Schutzbrille bitte aufziehen. Kaliumpermanganat, also aus der Grund der Explosivität, würde ich das auch nicht ungern mitnehmen. Ungern, würde ich jetzt sagen. Ne? Aber super Multi-Usability. Jawohl. Gut, so, und jetzt kommen wir zu Nummer 5. Und das ist jetzt letztendlich das, was man dann tatsächlich gegebenenfalls mit auf Tour nehmen kann. Und erfreulicherweise liegt das hier rum. Und dieses Zeug habt ihr garantiert schon mal irgendwo gesehen. Micropur Forte ist nämlich zu ganz, ganz hohen Masseanteilen Troclosen-Natrium. Ja. Troclosen-Natrium. So, und dieses Zeug hat jetzt die wunderbare Eigenschaft, dass es in wässriger Lösung Natriumhypochlorid-Ionen abgibt. So, und was machen die? Die machen im Prinzip von der Wirksamkeit her genau das gleiche wie Chlordioxid, mit dem kleinen Unterschied, dass ich mich mit den Dingern einfach erheblich wohler fühle. Also sie sind auch ein starkes Oxidationsmittel. Sie haben auch einen der Nachteile von Chlordioxid, aber, und jetzt ist es halt wirklich ein großer Luxus, dass rein zufällig das Zeug, was in stinknormalen Micropur Forte drin ist, das, was eigentlich auch schon relativ eine heftige Chemikalie ist, ja. Micropur Forte ist nicht so, dass das jetzt so easy peasy einfach mal so jeden Tag ein paar Liter davon, also damit aufbereitet das Wasser, einfach so runterkippen, ohne da groß drüber nachzudenken, sollte man jetzt auch nicht unbedingt. Aber das gibt es schon ewig und es ist bisher noch längst noch keiner dran gestorben und es gibt auch nur ganz wenige bis hin zu überhaupt keine Fälle. Also jedenfalls kann man es nirgendwo so richtig beweisen, dass durch das Zeug mal jemand schlimm krank geworden wäre oder sich da irgendwelche Magenschleimhaut, Darmepithelzellen oder sonstiges ganz schlimm verätzt hätte. Ja, also das ist schon was, wo man extrem drüber nachdenken kann.
es taucht langsam im Internet auf manchen Survival-Seiten so hin und wieder ganz zögerlich der Hinweis auf, dass das für was anderes außer Wasserdesinfizieren möglicherweise auch noch verwendet werden könnte. Unter anderem zum ersten Mal schriftlich verfasst, ich glaube, er ist drauf gekommen, ist dieser hier. Da habe ich jetzt das Zitat im Wesentlichen auch her. Ich habe das mit meinem eigenen chemischen Wissen und eben der Hilfe meiner diversen schlauen Bücher nochmal versucht zu reflektieren, weil was hier jetzt drin ist, ist eben dieses Troklosen-Natrium. Und da muss man schon eine Weile rum überlegen, bis man dazu kommt, dass das mit dem eigentlichen Stoff, der fürs Javel-Wasser, Eau de Javel, verantwortlich ist, für die reaktive Wirkung des Eau de Javel, nahezu bauartgleich ist. Also so mehr oder weniger. Ja, zumindest in Wasser bildet es die gleichen Ionen, die eben für die Wirksamkeit des Eau de Javel verantwortlich sind. Jetzt erinnert sich vielleicht jemand an das Eau de Javel, weil er mein Zombie-Virus, das kein Virus ist, aber mein Zombie-Krankheit-Video geguckt hat. Da ging es nämlich darum, dass man diesen lustigen Krankheitserreger, das Einzige, was empfohlen wird, um den kaputt zu kriegen, ja, ist nicht erhitzen, ist nicht abkochen, ist nicht Chlordioxid. Das würde vielleicht gegebenenfalls auch funktionieren. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Aber was hochoffiziell empfohlen wird als einziges Desinfektionsmittel, was gegen so einen nahezu unzerstörbaren Krankheitserreger, gegen so ein Pathogen ist das richtige Wort, wirkt, ist eben dieses Eau de Javel oder Javelwasser oder was auch immer. Und das ist, wie gesagt, ganz, ganz ähnlich wie eine konzentrierte Lösung von Micropur Forte. Konzentriert. Das ist nämlich der springende Punkt. Wir haben jetzt hier, also wenn wir uns Micropur Forte mitnehmen, die Möglichkeit, das Zeug stinknormal nach Gebrauchsanweisung anzuwenden. Ja, wir nehmen also eine so eine Tablette, das ist die 100er Packung, die ich hier habe, also auf so einem Film sind jeweils 25, eine so eine Tablette auf 1 Liter Wasser und je nach Außentemperatur, wenn es kälter ist als, ich glaube, 12 Grad war, glaube ich, da mal die Durchsage, ich würde es grundsätzlich bei jedem draußen im Wald gefundenen Wasser lieber 2 Stunden stehen lassen, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, dass ich ohnehin die Tablette nur verwende, weil ich auf ganz, ganz sicher gehen will und es zu 99% Wahrscheinlichkeit eh Trinkwasser ist, dann würde ich es vielleicht schon vorher trinken, aber normalerweise würde ich es eh immer 2 Stunden einwirken lassen. Ja, aber für warmes Wasser bei Zimmertemperatur und wärmer, es ist im Grunde nach einer halben Stunde ist da alles tot, was man mit Chemikalien in Sachen der Wasseraufbereitung ohnehin umbringen kann. Ja? Also keine andere Chemikalie bringt mehr um, als es Micropur Forte tut. Auch Chlordioxid nicht. Na, wenn du reines Ozon reinleiten würdest in dein Wasser, damit könntest du wahrscheinlich noch mehr töten. Das geht aber schlicht und ergreifend wieder nicht. Ja? Oder auch wenn man mit komplett wirklich mit elementarem Chlor arbeiten würde, Cl2, da könnte man auch zum Teil auch noch sehr krasse entsprechende Ergebnisse bekommen, aber das kann man dann auch wieder nicht mehr verwenden. Das ist also völlig für den Eimer. Das spielt einfach keine Rolle, weil das nicht praktikabel ist. Ja? Aber es gäbe noch krassere Dinge. Aber jedenfalls von der Wirksamkeit her, Micropur Forte ist definitiv mit Chlordioxid nach meinem chemischen Verständnis und nach dem, was ich gelesen habe, gleichzusetzen in etwa. Und wenn es Unterschiede gibt, ne, wenn meinetwegen Chlordioxid noch ein bisschen krasser ist, weil es halt aggressiver ist und damit noch ungesunder für den Körper, dann sind es solche Unterschiede. Ja? Also viel macht das nicht mehr aus. Und im Gegensatz zu Chlordioxid mit dem brennbaren Gas, mit der Tatsache, dass eine Flüssigkeit auslaufen kann, mit der Tatsache, dass man relativ viel davon mitführen muss über längere Zeiträume, mit der Tatsache, dass es nicht UV-stabil ist und man es irgendwie vor Licht geschützt transportieren muss, hat man alles keine Sorgen, wenn man so ein Tablettenfilmchen dabei hat. Gewicht spielt ja dann nun mal auch mal eine kleine Rolle und das hier wiegt nichts. Ja, das fühlt sich an, als hättest du nichts in der Hand. Das sind 2 Gramm, wenn es hochkommt. Ja, eine so eine Tablette, die hat Milligramm an Wirkstoff drin. Also das ist wirklich extrem wenig, was das wiegt. Man müsste allerdings auch nochmal aufpassen, dass einem der Tablettenfilm nicht kaputt geht, vor allem die Rückseite halt irgendwo nicht kaputt geht, wenn man das jetzt so zum Beispiel angenommen in seinen Geldbeutel steckt, weil man der Meinung ist, ha, cool, jetzt habe ich einen Survival-Geldbeutel.
Gibt ja Leute auch, die auf solche Ideen kommen. Der junge Ben zum Beispiel. Überleben die nicht. Das geht ganz schnell, dann ist der Tablettenfilm einfach hin. Dann kommen die mit Luft in Verbindung und dann sind sie nicht mehr lange haltbar. Micropur Forte, noch ein weiterer Vorteil, eben von diesem Zeug, beziehungsweise der grundsätzlichen Chemikalie, die als Ausgangsstoff eben jetzt für unsere universelle Desinfektion dient. Der große Vorteil davon ist, die ist relativ stabil. Also die dissoziiert sich nicht selbst. Chlordioxid schon. Insbesondere, weil es auch irgendwann aus seiner Flasche ausdampft und UV nicht stabil. Und da habe ich ja schon alles gesagt. Ja, das Zeug hebt im Grunde ewig. Es hat ein Verfallsdatum. Da steht was drauf. Zu verwenden bis, in meinem Fall sind es jetzt etwa 3 Jahre, die das jetzt haltbar ist. Habe ich mir heute gekauft. Lag natürlich schon Weichen. Ah ja, bis März 2023. Also quasi 4 Jahre in etwa. Ja, da steht was drauf. Da steht da aber deswegen drauf, nach meinem chemischen Verständnis, das muss nicht unbedingt zwingend stimmen, aber ich habe mich intensiv damit beschäftigt. Meiner Meinung nach steht das nur deswegen drauf, weil die Verpackung nicht unendlich haltbar ist. Weil je nachdem, wie man die Verpackung lagert, eben die Möglichkeit besteht, dass dann bei unsachgemäßer Lagerung oder bei wirklich Mittragen von dem Zeug irgendwann da ein Mikroriss in der Alufolie entsteht und dann kommt da irgendwie Luft dran und in dem Moment ist es tatsächlich nicht mehr ewig haltbar. Solange aber die Verpackung intakt ist, absolut einwandfrei intakt und wir sicher sind, dass da kein Sauerstoff, keine Flüssigkeit, kein überhaupt nichts an die jeweiligen Tablettchen rangekommen ist, sind die auch noch gut. Meiner Meinung nach. heißt, wir haben hiermit fast schon die eierlegende Wollmilchsau. Das Zeug kann nicht brennen, das Zeug kann nicht explodieren, das Zeug ist nur in ganz krasser Konzentration als giftig zu bezeichnen, wirklich richtig gesundheitsschädlich und wir können damit Wasser desinfizieren, Geräte desinfizieren, je nachdem wie hoch wir die Konzentration davon wählen, auch wieder Oberflächen desinfizieren, wir können uns wunderbar große Mengen an Spülungsmaterial, desinfiziertes Spülungsmaterial, mit dem wir, und zum Beispiel eben die Sachen mit dem Mundraum ausspülen, das ist ein schönes Beispiel, oder einen Abszess ausspülen, oder wirklich eine großflächige Wunde abspülen. Oder wir können auch irgendwelche Textilien damit tränken und uns einen antiseptischen Verband machen. Ha? Auch nicht schlecht, oder? Wirklich sehr, sehr, sehr universell einsetzbar. Und zwar folgende Dosierung. Mit einer Tablette auf 1 Liter desinfizieren wir Trinkwasser. Ja, ist klar, kann man dann trinken. Mit 2 Tabletten auf 300 Milliliter, das muss man halt dann anhand der Wasserflasche, die man dabei hat, ungefähr schätzen. Und es ist nicht schlimm, wenn man sich da um 30 Milliliter vertut. Oder von mir aus auch um 50 Milliliter. Da geht die Welt nicht unter, wirklich nicht. Aber grob 300 Milliliter ist eine Größe, die kann man abmessen. Da haben wir auch Tassen, die dieses Volumen haben. Und wenn wirklich unsere Tasse das Volumen nicht hat, oft sind da ja noch so Maßeinrichtungen drin. Und selbst wenn das nicht der Fall ist, weiß man zumindest, wie viel die komplette Tasse hat. Und dann macht man die Flasche halt 2/3 voll. Meine 450 Milliliter Tasse zum Beispiel hat wirklich exakt 450 Milliliter bis Oberkante. Und dann 2/3 voll sind 300 Milliliter. Das ist vergleichsweise einfach. Da 2 Tabletten reinschmeißen, kurz einwirken lassen, da reichen dann 5 Minuten oder sowas. Bei der Konzentration, da ist ja ordentlich Bums dahinter. Und damit kann man dann wunderbar den Mund meinetwegen ausspülen, wenn man da irgendwelche Entzündungen am Zahnfleisch hat, bakterieller Art. Danach sind die bakteriellen weg, Bakterien dann erstmal weg. Das Zeug ist nicht lange wirksam, das heißt, man kann das auch jetzt nicht, theoretisch nicht lange wirksam, Mikropurfor, da sind ja auch noch Silberionen drin, dazu komme ich gleich noch. Aber theoretisch ist das Zeug nicht lange wirksam, man kann also nicht langfristig etwas damit keimfrei halten. Es sei denn, es sind Silberionen drin. Aber das funktioniert nur bei der Wassereinkeimung. Die Silberionen können wir eigentlich nicht gebrauchen für Wundspülungen, auch nicht zum Gurgeln und auch nicht für Materialsterilisation. Die sind nur dafür da, das Trinkwasser, was du damit einmal desinfiziert hast, lange Zeit eben entsprechend trinkbar bleibst. Auch wenn die flüchtigen Chlorbestandteile aus dem Hauptwirkbestandteil der Tablette dann schon längst ausgegast oder schon längst nicht mehr wirksam sind, durch diese Silberionen wird die Wiederverkeimung des Wassers entsprechend gehemmt. Ich habe mich schon mal über Silberionen lustig gemacht, dass es Leute gibt, die meinen, ionisiertes Silber oder koolidales Silber wäre das neue Antibiotikum. Das ist auch Quatsch. Das Zeug tötet Bakterien, wenn es in direkten Kontakt damit kommt. Indem man eine Flasche davon trinkt, hat man
das Zeug im Magen. Der Körper kann damit aber nichts anfangen. Silber ist kein auf Stoffwechselwege irgendwie zu transportierendes Material. Das geht durch den Verdauungstrakt und kommt am anderen Ende wieder raus, bestenfalls. Eventuell setzt sich's auch noch in der Darmwand ab oder irgendwo in der Haut und irgendwann kriegt man eine Silbervergiftung und sieht silbern aus. Das geht tatsächlich. Was es aber nicht tut, ist vom Körper dahin transportiert werden, wo jetzt die bösen Bakterien sitzen, damit es sie da bekämpfen kann. Das passiert nicht. Deswegen koidales Silber bestenfalls zur Oberflächendesinfektion, zur bisschen Desinfektion. Das ist auch längst nicht mal im Ansatz so wirksam wie meinetwegen irgendwelche Chlorverbindungen, die auf Oxidation eben dann irgendwelche Keime abtöten, auf Oxidationsbasis. Hier ist auch wieder Oxidationsbasis. Gut, wenn das Zeug jetzt so super toll ist, warum ist das dann kein empfohlenes Desinfektionsmittel für alles Mögliche? Also zur Wasserdesinfektion kann es ja eingesetzt werden. Witzigerweise übrigens, offiziell ist das Zeug dann zur Wasserdesinfektion zugelassen, wenn es sich um Zwecke des Zivilschutzes oder des Militärs handelt. Also die Bundeswehr darf das verwenden und der Zivilschutz. Und natürlich darfst du dir privat zum Zwecke des Zivilschutzes sowas auch kaufen. Aber empfohlen, damit Wasser zu desinfizieren, ist es eigentlich nicht. Das ist also wirklich für Notsituationen gedacht. Und auch als Wunddesinfektionsmittel ist das Zeug natürlich nicht geprüft und zugelassen und so weiter und so fort. Was es aber gibt, ist Dakin-Lösung. Die sogenannte Dakin-Lösung, die kommt aus der Zahnmedizin, deswegen bringe ich da unter das Beispiel mit dem Mund Raum spülen, weil genau dafür ist die da bei irgendwelchen Wurzelbehandlungen, dass man, wenn da was vereitert und was entzündet ist, regelmäßig mit dieser sogenannten Dakin-Lösung durch seinen Mundraum spülen möge. Und das ist im Wesentlichen das. Im Wesentlichen, nicht 100%, aber fast genau das Gleiche, wie eben eine entsprechende wie eben zwei Tabletten auf 300 Milliliter Wasser und ein bisschen stehen lassen. Daher, es gibt eine medizinische Anwendung. Aber das Zeug hat sich nicht durchgesetzt als generelles Desinfektionsmittel. Warum? Weil es brennt wie Sau. Warum brennt es wie Sau? Weil es auch lebende Zellen unseres Körpers angreift. Wir haben also da ein ähnliches Problem. Dieses eine Problem hat das Zeug mit dem Chlordioxid gemeinsam. Es brennt in der Wunde, weil es auch unsere Zellen angreift. Es gibt also jetzt Stimmen, da gibt es widersprüchliche Ergebnisse von verschiedenen Studien und verschiedenen Leuten, die das ausprobiert haben. Aber wahrscheinlich wird die kritische Stimme doch eher ein bisschen mehr Recht haben, so von meinem Gefühl her, aber genau sagen kann ich es nicht. Aber gefühlt sind es mehr kritische Stimmen, als dass es, ach, das macht schon nichts, Stimmen eben entsprechend sind. Und die sagen halt, dass die Wundheilung durch eine Wundspülung mit Hypochloridionen nicht unbedingt der Wundheilung positiv, die Wundheilung nicht unbedingt positiv unterstützt. Ja, warum? Weil die Zellen, die halt am Wundrand liegen, die da frei liegen, damit auch nicht unbedingt vielleicht abgetötet, aber doch stark geschädigt werden und damit dann sowieso von der körpereigenen Immunantwort ausgetauscht werden. Ne? Dann sind sie also auch tot. Und dadurch hat der Körper mehr Arbeit bei der Wundheilung, als er hätte, wenn wir das Zeug nicht reinmachen würden. Theoretisch, andererseits, wenn wir das Zeug reinmachen, sind auch keine Keime mehr da. Also der Nutzen ist definitiv größer als der Schaden, der damit angerichtet wird, meiner Meinung nach. Aber wir nehmen ja sowieso grundsätzlich immer nur die öffentlich zugelassenen Desinfektionsmittel und gehen immer schön zum Arzt, wenn uns irgendwas fehlt, klar. Ne? Aber die Multifunktionalität von dem Zeug bei super einfachem Transport, bei keinerlei Risiko beim Transport, bei der geringstmöglichsten Gesundheitsschädlichkeit von den genannten anderen Sachen, insbesondere wenn man es mit Kaliumpermanganat vergleicht, ist das meiner Meinung nach wirklich fast schon die eierlegende Wollmilchsau als Desinfektionsmittel. Wollen wir das wirklich zur Wunddesinfektion verwenden, nicht nur zur Wunde ausspülen, sondern zur krassen Desinfektion, dass da wirklich nichts mehr lebt in der Wunde, dann eine Tablette auf 3 bis 5 Milliliter, also wirklich nur ein paar Tropfen. Ja? Versucht das doch mal auszuprobieren, besorgt euch doch mal irgendwie so einen kleinen Milliliter-Tropfer und tropft euch mal 3 bis 5 Milliliter irgendwo hin, dass ihr ein Gefühl bekommt für die wirklich geringe Flüssigkeitsmenge, die 3 bis 5 Milliliter sind. Und bei der nächsten Verletzung natürlich nicht ausprobieren, diese doch mal einfach zu Testzwecken mit dem Zeug zu desinfizieren. Weil wenn man jetzt drüber nachdenkt, ob man sowas verwenden möchte,
dann wäre es eine blöde Idee, das zum ersten Mal auszuprobieren, wenn man sich kilometerweit abseits von jeglicher Zivilisation befindet. Das sollte man vielleicht erstmal zu Hause spaßeshalber für sich selber mal getestet haben, um dann zu seinem persönlichen Ergebnis zu kommen, ob man das als mögliches zusätzliches Desinfektionsmittel, Multifunktionsdesinfektionsmittel auf eine expeditionsartige Tour mitnehmen möchte. Ich betone Multifunktionsdesinfektionsmittel und zusätzlich. Ich würde jetzt für die meisten Touren trotzdem noch ein stinknormales, zugelassenes, offizielles Desinfektionsmittelchen zusätzlich auch noch mitnehmen. Aber wenn man wirklich große Mengen braucht an desinfizierendem Material, dann reicht so ein kleines Fläschchen nicht aus. Und ich will nicht 5 solche kleinen Fläschchen mitschleppen. Und dann habe ich lieber 100 Tabletten Micropur Forte dabei. Die wiegen nichts. Noch ein Tipp, wenn man vermeiden möchte, dass die beim Transport beschädigt werden, die Rückseite panzertapen. Von mir aus kann man auch die Vorderseite panzertapen, aber vor allen Dingen die Rückseite panzertapen. Das sorgt wirklich ganz intensiv dafür, dass die Chancen, dass da was kaputt geht, erheblich sinken. Und dann sind die, wie gesagt, auch super, super, super lange haltbar. Folgendes, ein Sicherheitshinweis ist noch wichtig, wenn man mit dem Zeug hier arbeitet. Das sollte man wirklich unbedingt im Hinterkopf behalten. Schmeißt das auf keinen Fall in Alkohol, weil dann kriegen wir wieder doch potenziell explosive und giftige Gase. Ja, also bloß nicht in Alkohol schmeißen. Und da war noch irgendwas anderes. Entschuldigung, ich gucke nochmal nach. Ah ja, Ammoniak. Ammoniak. Auch nicht in Ammoniak schmeißen und bitte auch nicht in Säuren. Also heißt, damit sollte man nicht unbedingt versuchen, Cola zu desinfizieren. Weil Cola ist schon sauer genug. Das könnte also, das ist jetzt sicherlich nicht so, dass einem sofort die komplette Cola explodiert. Vielleicht doch. Aber man sollte es sein lassen, sage ich jetzt mal. Ja. Außer man möchte es zu experimentellen Zwecken, so wie ich gerade das dringende Bedürfnis habe, das mal auszuprobieren, einfach mal machen. Ja, aber dann bitte Schutzbrille und am besten noch Laborhandschuhe und in einer nicht so schnell brennbaren Umgebung, also nicht unbedingt im Keller, sowas dann ausprobieren. Ja, aber das wäre noch wichtig zu erwähnen. Diese drei Sachen muss man auch bei dem Zeug eben entsprechend im Hinterkopf behalten. Kein Alkohol, keine Säuren, kein Ammoniak. Aber jetzt. Bakterien, Pilze, Viren, Prionen. Was will man mehr? Meine persönliche Meinung. Habe ich schon erwähnt, dass ihr trotzdem zum Arzt gehen sollt und nur öffentlich geprüftes und zugelassenes Material verwendet? Also lasst euch bloß nicht betüxen. Macht's gut.